Die neuen Policies sind draußen. Was steht drin und was bedeutet das eigentlich? Das schauen wir uns jetzt an. Sehr, sehr wichtiges. Generell sind natürlich sehr logische Sachen drin. Ja, da braucht man, glaube ich, nicht groß drüber reden. Aber jedes Jahr eigentlich, oder zumindest in regelmäßigen Abständen, gibt es Erneuerungen bzw. Regeln, die halt sehr interessant sind. Und wir gucken uns jetzt mal an, was sich eben geändert hat nach diesem Update. Naja, zunächst einmal, Double Sleeving ist erlaubt. Das bedeutet also, ihr dürft eure Karten ab sofort in doppelten Hüllen packen. Natürlich hier auch, man darf natürlich kein Muster erkennen, das heißt, ihr könnt jetzt nicht random irgendwie alle verschiedene Hüllen gehen, aber ihr könnt jetzt natürlich euer Extra-Deck zum Beispiel eben in doppelte Hüllen packen. Falls ihr sagt, wir haben eine besonders seltene Karte, die soll keinen Kratzer kriegen oder auch nicht rausrutschen, dann kannst du halt sie in zwei Hüllen packen. Sehr cool, ist jetzt offiziell erlaubt. Ja, haben ihr schon einige so gemacht, aber war, wie gesagt, bisher noch nicht legal. Ebenfalls dürfen Main Deck und Extra Deck unterschiedliche Farben haben. Jetzt denkt ihr euch, hä, hab ich schon immer? Ja, da hat jetzt noch niemand so einen großen Aufstand gemacht. Offiziell jedoch halt musste Main und Extra Deck eben auch gleiche Farbe sein, beziehungsweise es wurde eben geduldet und jetzt ist es halt eben erlaubt. Side-Deck-Karten müssen jedoch identisch mit Extra- oder Main-Deck sein. Das bedeutet also, dass ihr ja, da halt eben nicht doch komplett wildbunt irgendwie spielen könnt. Ebenfalls gibt es ja die App Neuron und dort, diese App ist jetzt erlaubt auf Turnieren. Das bedeutet, ihr könnt diese App nutzen, um zum Beispiel zu würfeln oder ähnliches oder eben natürlich um Karten zu translaten. Aber was ihr auch machen dürft, ist die Lebenspunkte mit aufschreiben. Aber ganz wichtig, ihr müsst immer noch mit Papier und Stift schriftlich die Lebenspunkte aufschreiben. Das bedeutet also, ihr könnt zwar die App nutzen, um die Lebenspunkte zu errechnen, aber eben nicht ja, komplett darauf verzichten, es aufzuschreiben. Also ihr müsst immer noch aufschreiben, wenn halt eben ihr Lebenspunkte verliert. Ebenfalls gab es eine neue Änderung und zwar zu unendlichen Loops. Und ja, Loops, Pole Position. Viele wissen gar nicht, was unendliche Loops sind. Viele denken sich jetzt so, ja, der hat unendlich Geld mit Nebeltal zum Beispiel oder so. Das ist ja voll unfair. Sowas zum Beispiel, aber nein, gemeint sind mit unendlichen Loops. Zum Beispiel eine Kombination mit Pool Position. Denn diese Karte sagt ja, ein offenes Monster, mit, also das offene Monster mit der höchsten ATK auf dem Feld ist unberührt von Zauberkarten. Das klingt jetzt erstmal okay, ist halt krass. So, jetzt kommt's. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Kurios kontrolliert, mit Phönixklinge ausgerüstet und nebenbei dann noch Invoke Poker Trio habt, dann ist es wie folgt. Diese Karte hat zusammen mit der wunderschönen Ausrüstungskarte eben halt mehr ATK. Das heißt, sie hat hier 2 4 plus 3 sind 2, 7. Durch Pull Position ist sie das stärkste Monster und ist unberührt von Zauberkarten. Das ist jetzt okay, das heißt, sie hat wieder 2, 4. So, Poker Trio hat grundsätzlich 2, 3. Wenn der Gegner jedoch eine Karte ausspielen würde, dann hätte er 200 mehr. Wäre also das höchste Monster auf dem Feld und würde durch Pull Position halt eben unberührt sein. Das heißt aber, dass Phoenix eben wieder funktioniert. Denn er ist ausgerüstet an halt unseren Lichtverpflichtenden, aber er ist ja nicht mehr unberührt von Zauberkarten und dann würde halt er wieder den Boost kriegen. Das heißt, er hätte wieder 2,7. Diese schöne Karte hat aber nur 2,5. Jetzt ist wieder unser Lichtverpflichtete stärkste Monster. Jetzt ist sie wieder unberührt von Zauberkarten. Das heißt, ja, Phoenix wird quasi negiert und er hat wieder 2,4. Jetzt ist wieder das höchste ATK-Monster unser Invoked-Monster. Das heißt, Invoked wird wieder immun, aber dann triggert Phoenix wieder, also die triggert natürlich nicht, sondern gibt den ATK dazu. Und das bedeutet also, ihr habt hier eine unendliche Kette, denn immer wieder switcht eben jetzt hier Pull Position auf die Karte, auf die eine, dann auf die andere, dann auf die eine, dann auf die andere. Und durch eben Pokadilo zum Beispiel kann der Gegner demnach keine Karte mehr ausspielen, weil eine unendliche Kette ausgelöst wurde. Und bisher war es so, dass unendliche Ketten einfach grundsätzlich eben verboten sind und der Gegner natürlich eine auslösen würde. Aber man kann hier schön jetzt sehen, die neue Regelung sagt, falls eine unendliche Kette entstehen sollte, wird die Karte zerstört bzw. auf den Friedhof gelegt, die das verursacht. In diesem Fall wäre es natürlich Pull Position. Und das Besondere dabei ist auch noch, sie wird nicht zerstört durch einen Karteneffekt oder ähnliches, sondern wird durch eine Spielmechanik zerstört. Was sehr interessant ist, weil man jetzt nicht sagen kann, dass man irgendwelche Effekte triggern lassen kann, die irgendwie durch Zerstörung hier bei irgendeinem Loop entstehen.
Das auf jeden Fall zu den Loops. Ebenfalls gibt es eine neue Regelung. Man darf Würfel nicht mehr als Zähler benutzen. Das bedeutet also, wenn ihr zum Beispiel Jekyll King habt und diese Karte bekommt ja Zauberzähmarken. Natürlich nicht nur er, noch viele andere Karten. Aber jetzt hat man ja oft einfach einen Würfel genommen und eben zum Beispiel aktivierst eine, dann bekommt diese Karte ja, hier steht ja ein Zelt, 2 Zähmarken. Jetzt hat man einfach einen Würfel genommen mit der Zahl 2. Dies ist halt verboten jetzt offiziell. Du musst für jeden Counter einen individuellen Counter haben. Das heißt, du darfst nicht einen Würfel nehmen mit einer 2 drauf, sondern musst einfach 2 Würfel nehmen. Das heißt, jeder Würfel steht an sich halt für einen Zähler. Und ja, das kann komisch werden, wenn ihr dann zum Beispiel 10 Zauberzähmarken habt, denn dann müsst ihr hier drauf 10 individuelle, ja, Objekte haben, heißt zum Beispiel 10 Würfel und nehmen nicht 2 Würfel mit einer 6 und einer 4 drauf, sondern eben 10 Würfel, was sehr, sehr interessant ist, dass diese Regel jetzt so geändert wurde. Ich meine, betrifft jetzt nicht jeden Spieler, aber eben zum Beispiel Pendulum ist hiervon betroffen, aber auch zum Beispiel Six Samurai, immer mit den 2 Countern, auch hier individuelle, das heißt eben nicht ein Würfel mit 2 oder so, sondern eben 2 Objekte. Kleine Veränderung, wie gesagt, ist jetzt so, das sind die Regeln, daran muss man sich halten. Und wenn man sagt, das ist mir zu blöd, entweder sehr viele Objekte mitbringen, sei es kleine Würfel, die eben nicht mehr die Zahlen zählen, sondern einfach nur diese kleinen Würfel, oder eben irgendwas anderes wie eine Münze oder ähnliches. Ist ein bisschen umständlicher, aber wurde eben jetzt so festgelegt. Ebenfalls gibt es eine Kleiderverordnung. Das bedeutet, eure Klamotten müssen sauber sein. Ja, nicht nur, dass ihr angenehm riechen müsst, ihr müsst jetzt auch saubere Kleidung haben. Ja, ist jetzt Grundvoraussetzung. Und wenn ihr da jetzt total schmuddelig ankommt, könnt ihr eben von diesem Turnier ausgeschlossen werden, beziehungsweise auch rausgeschmissen werden. Zusätzlich ist es untersagt, unangebrachte Bilder und Schriftzüge zu tragen. Das bedeutet also, falls ihr ein T-Shirt habt mit, ich sag mal so, in der Vergangenheit auf einem Event, habe ich des Öfteren schon mal Schriftzüge gesehen, wo ich dachte, okay, er macht jetzt Werbung für erwachsene Filme. Ist okay, kann man machen, ne? Aber ist jetzt untersagt. Ebenfalls natürlich Sachen halt sehr freizügige Frauen oder ähnliches oder natürlich auch in die Gewaltrichtung ist natürlich untersagt. Bei Schriftzügen, da, ja, letzten Endes ist es natürlich Ermessen der Judges vor Ort, aber ich glaube, jedem ist bewusst, was da relativ unangebracht ist und was nicht. Ich meine, wenn ihr da irgendwas Feindliches draufstehen habt, ist ja klar, dass das unangebracht ist. Ja, auf jeden Fall auch eine Regeländerung. Ist eigentlich was ganz Gutes, weil es ist halt schon komisch, mit was für Sachen da manche Leute rumgelaufen sind. Generell jetzt, wenn du ein T-Shirt hast mit so einem, ja, so ganz normale, irgendein Print drauf, der jetzt irgendwie halt nicht krass ist. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ja, ihr werdet jetzt nicht irgendwie rausfliegen, weil ihr ein Nike-T-Shirt habt, wo jetzt so ein Haken drauf ist, also der Nike-Haken, ne? Und dann, ja, ist, also das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern eben wirklich Bilder, wie zum Beispiel leicht bekleidete Frauen oder ähnliches. Ebenfalls darf man keine Würfel benutzen für Markierungen. Jetzt fragt ihr euch, wo ist das Ganze relevant? Naja, zum Beispiel Multiroll. Wenn ihr Sky Striker Multiroll aktiviert habt, eben den Effekt, dass eben der Gegner nicht mehr drauf reagieren darf, hat man des Öfteren halt das markiert mit einem Würfel oder natürlich auch hat man hier die Zauberkarten gezählt. Auch dies ist beides halt nicht mehr gestattet. Jedoch dürfen allgemein Mechaniken aufgeschrieben werden. Das bedeutet, ihr könnt halt aufschreiben, Multiroll hat jetzt einen Counter. Sozusagen. Könnt ihr euch aufschreiben, aber eben nicht mal mit Würfeln markieren. Und wo das Ganze noch viel, viel interessanter wird und auch viel deutlicher ist, ja, Impermanence. Denn auf Impermanence, ja, die Spalte ist blockiert. Jetzt haben manche mal gesagt, ich lege da einfach einen Würfel hin. Dann wird mir das schon nicht passieren, dass ich dort eben eine Zauberkarte aktiviere drin. Aber das ist eben jetzt verboten offiziell. Ihr dürft es eben nicht mehr markieren mit einem Würfel. Aber jedoch dürft ihr eben es aufschreiben. Das bedeutet, wenn Impermanence zum Beispiel die Mitte blockiert hat, dürft ihr aufschreiben, bei euren Lebenspunkten zum Beispiel, Mitte ist blockiert durch Impermanence diesen Zug. Das dürft ihr durchaus aufschreiben, weil das eben eine Grundsache ist, die man sich halt vermerken muss. Ja, das sind jetzt erstmal so im Groben halt eben die Veränderungen. Natürlich muss man sagen, dass es noch ein paar mehr kleine Änderungen gibt. Wie gesagt, ne, in der Infobox ist das ganze Dokument verlinkt, da könnt ihr auch einfach mal alles nachlesen. Aber das waren, denke ich mal, jetzt so die wichtigen Sachen. Und ja, was haltet ihr von den Ganzen? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Findet ihr es super, dass man jetzt doppelt sleeven darf? Oder sagt ihr eher,
Naja, also alle Regeln sind eigentlich eher nicht so geil und finde ich nicht gut. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, was ihr von den Ganzen haltet. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!